Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der mir ganz, ganz arg am Herzen liegt, nämlich die wunderbare Linda Giese. Linda, von ganzem Herzen herzlich willkommen. Ich freue mich so, bei dir zu sein. Dankeschön, liebe Monika. Ganz kurz zu deiner Person. Du bist Chakra-Therapeutin und Seinspotenzial-Coach. Ich erlaube mir zu sagen, ich durfte beide Ausbildungen bei dir erleben und bitte aber dich trotzdem, ich weiß die Antworten, aber ich bitte sie zu geben. Chakra-Therapie, ich glaube, da können wir alle was ganz gut mit anfangen. Vielleicht dürfen wir da auch noch mal ein paar Worte drüber sprechen. Aber was mir ganz doll am Herzen liegt, das sind die Seinspotenziale, weil ich sie ja als sowas Bäm wahrgenommen habe. Das hat bei mir zwar ein bisschen gedauert, aber es ist eine richtige Explosion entstanden. Und Potenziale, da können wir vielleicht was mit anfangen, aber trotzdem sag noch mal was drüber, aber Seinspotenziale, bitte. Dankeschön, schön, dass du mich das fragst. Und es war mir eine Freude, dich auch zu erleben in deiner Explosion. Und da ist schon so viel drin, was Seinspotenziale sind. Denn wir fliegen ja alle unterm Radar. Wir Menschen sind so sicherheitsorientiert, machen uns klein, haben noch die Selbstzweifel in uns, haben Konditionierung über Erziehung und Gesellschaft und sind alles, aber ganz wenig wir selbst. Ja, also unser Potenzial leben die meisten, also ihr Potenzial leben die meisten Menschen nicht. Potenziale sind erstmal Möglichkeiten. Ein Potenzial ist immer eine Möglichkeit. Potenziale sind Möglichkeiten. Und die Version deines Seins und die Version meines Seins und jeder einzelne Zuschauer lebt eine Möglichkeit seines Lebens. Und er hätte aber ganz viele Möglichkeiten zu leben. Wie viele, Linda, wie viele Seinspotenziale gibt es denn? 32. Und davon lebe ich ein einziges? Naja, du lebst eine Möglichkeit. Also Seinspotenziale gibt es 32, aber Möglichkeiten, wie du die zusammenlebst, das wird ja zu kompliziert. Das müsste man dann hochrechnen, das wird zu viel. Okay. Also es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, wie du dein Leben leben kannst. Und deine Seele hat ja einen gewissen Plan für dieses Leben, für dich vorgesehen und gibt dir Potenzial, also Möglichkeiten mit für dein Leben, das gewährleistet ist, dass du die Erfahrung, die du machen möchtest in diesem Leben, mit einer unglaublichen Fülle und Freude und Klarheit und Lebendigkeit und Erfolg leben kannst. Und das Problem an der Geschichte ist, wenn wir unsere Seinspotenziale abtrainiert bekommen, durch unsere Erziehung zum Beispiel, leben wir unser Leben lang viel weniger von unseren Möglichkeiten, als wir eigentlich können. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Mir wurde immer beigebracht, rede nicht so viel, sei nicht so fantasievoll, spinn hier nicht so rum. Alles das, was du wahrnimmst, ist Spinnerei. Sei nicht so laut, nimm dir nicht immer direkt zuerst, halte dich zurück. Man ist nicht so, wie nenne ich das, egoistisch. Man muss sich zurückhalten, sei höflich, sei nett. Also Linda, sei bitte alles, aber nicht das, was du von deiner Grundinspiration gerne sein möchtest. Und das Interessante ist, als ich die Seinspotenziale kennengelernt habe, die waren für mich eine Offenbarung. Ja? Ich wollte das nämlich auch anfangs Seins-Offenbarungscoaching nennen, anstatt Seinspotenzial-Coaching, weil das für mich so, wie du sagst, so ein Bäm, eine Explosion war. Mhm. Weil ich darüber erkannt habe, über die Analyse meiner Seinspotenziale, all das, was ich nicht sein durfte als Kind und mir natürlich auch bis ins Erwachsenenalter ganz vieles davon beibehalten habe, unbewusste Glaubenssätze, dass all das, was ich nicht sein durfte, meine Stärken sind, mein Potenzial ist. Ja? Und als ich dann begonnen habe, dieses zu leben, wurde ich innerhalb von 0, nichts um ein Vielfaches selbstbewusster, klarer, entscheidungsfreudiger, deutlich erfolgreicher, von Glück und Erfüllung überhaupt gar nicht zu reden. Ich fing endlich an, ich selber zu sein. Meine Bandscheibenprobleme gingen dadurch raus. Klar, ich habe mich nicht mehr verbogen. Ja? Meine Ängste, meine Unsicherheiten, mein mich klein machen, meine falschen Entscheidungen, die oft eben auch in irgendwelchen
dummen Aktionen dann geendet sind. All das habe ich dadurch aufgehört und konnte mein Leben endlich nach meinen Potenzialen leben, bin dadurch nicht mehr manipulierbar, nicht mehr anfällig für irgendwas, ja, was einem zugetragen wird und man denkt, man muss da jetzt aus Angst irgendwas machen. Diese ganzen Angst- und Selbstzweifelfrequenzen gehen dadurch raus. Und dadurch hast du die Chance, die Fülle deines Lebens, deiner Möglichkeiten auch voll auszuschöpfen. Denn schauen wir uns mal erfolgreiche Menschen an, das machen wir einen kurzen Abschlusssatz noch dafür, schauen wir uns richtig erfolgreiche Menschen an und Menschen, die nicht so erfolgreich ist. Man könnte jetzt sagen, ja, die sind erfolgreich, die haben mehr Bildung oder die haben irgendetwas. Ich glaube, dass die einfach ein Mindset haben, dass sie sich zutrauen, das zu leben, was die wirklich sind. Und wenn wir jetzt heute alles auf Null stellen würden, alle würden gleich wieder beginnen, ja, arm und reich, ja, machtvoll und nicht so mächtig, ja. Wenn wir das alles auf Null stellen würden, alle wären gleich, wären innerhalb von kurzer Zeit die Hierarchien wiederhergestellt. Woran liegt das? Weil es Menschen gibt, die ihre Potenziale kennen und den Mut haben und sich das erlauben, diese auch zu leben. Und es gibt Menschen, die stecken noch in ihren Erziehungsmustern fest, machen sich immer klein, zweifeln an sich rum mit ihren ganzen Konzepten und spirituellen Konzepten und erlauben sich überhaupt gar nicht, ihre Kraft zu leben. Und das ist das Erfolgsgefälle. Was nicht heißt, dass ein erfolgreicher Mensch nicht herzlich und gebend sein kann. Es gibt unglaublich viele erfolgreiche Menschen, die Wundervolles bewirken auf unserem Planeten. Ja, aber das sind die Potenziale. Also mit anderen Worten, Designspotenziale tragen dazu bei, dass ich mich wirklich traue, mich zu leben, zu mir zu stehen und mal mit meinen Worten zu sagen, es ist mir gerade scheißegal, was jemand über mich denkt. Ob jemand das toll findet oder nicht toll findet, wichtig ist, dass ich es toll finde, dass ich mich gut fühle. Ich glaube, aus irgendeinem Grund hat der liebe Gott ja die Vielfalt auch gemacht. Ja, sonst wären wir ja alle gleich. Ja, natürlich. Ja. Und das Irre ist ja auch, wenn wir uns angucken, wenn wir gesund sind, wir haben alle zwei Augen, eine Nase, einen Mund und guck uns bitte mal an. Jeder hat einen anderen Mund, andere Augen. Selbst unsere beiden Augen sind unterschiedlich. Sie sind auch nicht total gleich. Also wir sind ja so individuell, mein absolutes Lieblingswort, individuell. Anders geht es ja gar nicht. Wir sind im Kongress der Entscheidung. Und du hast gerade ein Wort gesagt, dass jemand mit diesen Seinspotenzialen, wenn er sie kennt, sehr viel leichter Entscheidungen trifft. Könnte aber auch heißen, dass er sich eher traut. Ja, du kommst in die Eigenverantwortung. Die Menschen suchen ja immer so nach Sicherheit, bestmöglich auch im Außen. Ja, nicht umsonst boomt unsere Versicherungsbranche. Ja, überall sucht man nach Sicherheit, nach Bausparverträgen, nach allem Möglichen. Ja, der Mensch sucht nach Lebenserhalt und Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie schön ist es denn, wenn wir endlich in uns selber so klar sind, dass wir niemanden mehr fragen müssen, was richtig und was falsch ist, sondern dass wir ganz klar unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Und ich liebe die Macht der Entscheidung. Ja? Und das ist für mich so ein Tool. Ich weiß, das ist eines der kraftvollsten Talente und Fähigkeiten, die wir haben, wenn wir sie nutzen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns nicht blamieren im Leben. Es geht auch nicht darum, dass wir keine Fehler machen dürfen. Es geht nicht darum, irgendwie möglichst sicher hier durchzukommen, sondern es geht darum, sich zu erleben und die großartigsten Dinge zu erschaffen und zum Wohle des Ganzen wirklich inspirativ das Leben zu leben. Ich sage immer so, in die Brandung des Lebens zu werfen. Und dafür brauchen wir unsere Entscheidungen. Entscheidungen treffen. Und zwar eigenverantwortlich. Und dazu gehört Mut, weil wir können dann auch niemanden mehr verantwortlich machen, wenn mal irgendwas nicht läuft. Aber wenn wir das einmal gelernt haben, ist es so unglaublich schön zu wissen, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, kann gerade keiner was dafür, dass es gerade komisch läuft. Aber wenn ich ja die Macht der Entscheidung habe und ich verantwortlich bin und das Leben keine Fehler macht, dann gucke ich mir mal an, was da gerade so draus geworden ist aus meiner Entscheidung und habe dann auch viel mehr Kraft zu sagen, okay, welcher Lerneffekt ist da drin und wo kann ich ein Rädchen drehen? Welches meiner Seinspotenziale kann ich noch nutzen, um das Ganze jetzt wirklich in den Schwung zu bringen und in den Erfolg? Ja.
Also die Macht der Entscheidung, das finde ich, das ist auch etwas, was mich unendlich anspricht. Und oft in der Vorbereitung auf alles, was mit diesem Kongress zu tun hat, ist mir das immer wieder begegnet, diese Macht der Entscheidung. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte da noch ganz kurz was einwerfen, das mir gerade einfällt. Und ich habe das Gefühl, ich muss es sagen, ich komme ja aus der Versicherungswirtschaft in meinem ersten Leben und habe dort mit der Schadenbearbeitung allgemein haftpflicht zu tun gehabt. Und viele Menschen haben sich beschwert, wenn ein Schaden abgelehnt wurde, warum er nicht versichert ist. Und ich habe in meiner Ausbildung, ich habe es noch richtig oldschool gelernt, ganz von auf der Pike her. Und dann wurde uns beigebracht, dass es, das Lebensrisiko kann nicht versichert werden. Und ich will sagen, die Sicherheit, von der du gerade so gesprochen hast, die wir alle so suchen, die gibt es ja auch nicht im Außen. Die haben wir hier in uns. Ja. Und ich habe das Gefühl, da ich ja nun in den Genuss schon gekommen bin mit den Seinspotenzialen, dass genau das auch etwas ist, was mir wirklich da gegeben wurde. Diese Sicherheit aus mir selber heraus. Und das ist, wenn ich das mal so sagen darf, das ist wirklich das Nonplusultra. Die Sicherheit, dann suche ich sie nicht mehr. Ich suche auch nicht mehr die Bestätigung im Außen. Absolut. So, das ist das, was ich einfach nochmal sagen musste. Entschuldige, wenn ich jetzt... Bitte unbedingt. Das ist wertvoll, weil ich erinnere mich ja auch an diesen Prozess. Und das sehe ich auch bei jedem einzelnen Teilnehmer. Wenn dann endlich die Seinspotenziale sacken, und so war es ja auch bei mir selber, und dann der Mut kommt, die Entscheidungen zu treffen und in diese Klarheit zu kommen, das ist wie, als gäbe es ein Leben vorher und ein Leben nachher. Ja. Linda, ich habe ein Potenzial entdecken dürfen, was ich mein ganzes Leben lang total gerne gelebt habe. Das durfte ich aber nie. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Ich bin in der Schule schon gerne die Erste überall gewesen. Ich habe, wenn wir wandern gegangen sind, die Gruppe gerne geführt. Ich bin immer überall die Erste, so die als Erstes die Tür aufmacht, als Erstes guckt und dann auch andere da so ein bisschen so in eine Unterstützung sein wollte. Und dann durfte ich erfahren, dass dieses Potenzial eigentlich meine Stärke ist. Und es ist mir komplett weggenommen worden. Und ich habe mir immer gedacht, ich bin nicht richtig in diesem Leben. Ich mache irgendwas ganz extrem falsch. Und das ist etwas, wo ich so denke, wow. Ja, du bist ja auch eine großgewachsene, schöne Frau. Und 1,80. Ja, mega. Vielleicht kannst du ja mal für dich reflektieren, weil ich glaube, das kann auch der Zuschauer ganz, da kann er auch ganz gut was mit anfangen. Wenn du zum Beispiel dieses, die erste, ne, so führend, ja, so eine Führerrolle übernehmend, ja. Wenn du dieses Seinspotenzial hast und du darfst es nicht leben, müsstest du eigentlich schon fast an deiner Körperhaltung gemerkt haben, dass du dich eher etwas kleiner gemacht hast. Bei dir ist sowieso auffällig, weil du auch die Große bist, ja. War das so, dass du dich kleiner gemacht hast? Ich habe heute wirklich, also ich muss mich sehr bemühen, gerade zu stehen. Und trotz des Geradestehens habe ich einen leichten Rundrücken. Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr so groß und lang, wie man will. Und habe mich immer krumm gestellt und klein gemacht. Ich wollte immer kleiner sein, total gerne, nicht herausragen und ja, aus der Menge. Und habe damit, also Gott sei Dank, toi, 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 habe ich nicht viele Probleme. Manchmal schon, aber im Großen und Ganzen. Aber es ist Tatsache, ein etwas runder Rücken ist da geblieben, ja. Und kannst du für dich vielleicht sogar auch, brauchst mir bitte nicht nach dem Mund reden, wenn es nicht so ist, dann sag es ganz offen, kannst du bemerken, dass jetzt, wo du deine Seinspotenziale lebst, sehr bewusst lebst, sehr selbstbewusst lebst, dass du gerade größer durchs Leben läufst? Also wenn ich nicht gerade ein Rückenproblem habe, weil da irgendein Wirbel sich ein bisschen schief gestellt hat, weil ich irgendwas Komisches gemacht habe, absolut. Ich gehe sehr viel gerade. Also ich bin sehr viel, das sagt sogar meine Physiotherapeutin, und ich habe so eine Frau, die mit mir personal Training macht, wo ich einmal in der Woche hingehe, ein 1:1 Training, die sagt, sag mal, was ist denn da mit dir passiert? Weil ich sehr viel mehr in meiner Aufrichtung bin. Eine Aufrichtung, aufrichtig, genau. Endlich zu dir stehen dürfen. Genau. Und es ist mir auch ziemlich egal geworden, wenn ich irgendwo bin, ob mich jemand anguckt, so von wegen, oh mein Gott, ist die Große oder so. Es gibt sehr viele Frauen, die diese Größe haben. Also es ist überhaupt nichts Besonderes mehr. Aber es hat mich früher sofort in so eine Duckhaltung gehen lassen. Richtig. Die Macht der Entscheidung. Ich möchte dich bitte fragen, ich frage dich, wie gehst denn du mit Entscheidungen um, wenn du für dich eine Entscheidung zu treffen hast?
Das ist eine gute Frage, die könnte ich jetzt auf vielen Ebenen beantworten. Ich bin ein sehr inspirativer und sehr visionärer Mensch. Das heißt, wenn mich eine Idee fasziniert, etwas, was ich umsetzen möchte, dann spüre ich das in all meinen Körperzellen, ja, und auch in meiner Lebensfreude. Dann habe ich eine unfassbar tolle Energie und dann bin ich auch ganz unlogisch und sage, bäm, das wird jetzt gemacht. Also kein Verstand. Nee, wie, weiß ich dann noch überhaupt nicht. Ja, also 0,0. Dann ist die Entscheidung getroffen und dann kann es passieren, dass meine innere Kritikerin mir erzählen will, ja, wie willst du das denn hinkriegen? Ne? Das funktioniert ja mal auf gar keinen Fall und das merke ich dann auch an meinem Herzschlag und so weiter. Dann kriege ich ein bisschen Schiss, aber dann besinne ich mich auf meine Seinspotenziale und schaue, okay, du hast eine Mega-Vision, du hast noch überhaupt gar keine Ahnung, wie es geht. Es kann sein, dass das total in die Hose geht. Dann überlege ich mir, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn es in die Hose geht. Also ich gucke mir wirklich den Worst Case der Konsequenzen an. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich mit dem Worst Case der Konsequenzen leben kann, dann bleibe ich bei der Entscheidung. Wenn ich das Gefühl habe, oh, das könnte sehr riskant sein, dann fange ich an, nochmal logisch zu sortieren. Das ist das, wenn es um die inspirativen Entscheidungen geht, also Visionen, Freude, Lust, etwas zu erschaffen. Bei eher trockenen Dingen, da schalte ich natürlich schon meinen Verstand ein. Und ich wäge halt ab nach, wie sinnvoll ist die Entscheidung, die es zu treffen gibt, in welche Richtung. Und wenn ich dann einmal etwas für gut befunden habe, wertschätze ich die andere Seite, wogegen ich mich entscheide. Die wertschätze ich ganz hoch. Ich sage nicht, ich entscheide mich hierfür, weil das ist doof, sondern ich wertschätze das, wogegen ich mich entscheide. Ich suche das Schönste, weil dann hebe ich das hoch. Und warum mache ich das? Weil wenn ich das hochhebe und mich hierfür entscheide, muss das automatisch noch höher gehoben werden von der Energie. Und dann ist dieses Für so energiereich angehoben, dass mein ganzer Fokus auch da reingeht und ich dadurch auch zu 1000% dazu stehen kann. Und das ist ein ganz kleines Geheimnis. Das habe ich noch ganz wenig Menschen verraten. Wow. Wir danken. Aber ich frage, wenn du die Seite, für die du dich nicht entschieden hast, wenn du die auch noch so wertschätzt und hochhebst, passiert mit dieser Seite dann auch noch irgendetwas? Das kann ich dir nicht beantworten, weil wenn ich mich gegen etwas entscheide, das sozusagen hochgesegnet habe, ich mache das jetzt mal so ganz einfach, ich mache ja nichts hier mit groß segnen, sondern ich suche einfach die schönen Sachen. Und ich aber dahin gehe, schaue ich hier nicht mehr hin. Ah, okay. Das ist dann durch. Ja? Mhm. Das geht bei mir wirklich. Die Macht der Entscheidung, warum ist die Macht der Entscheidung so kraftvoll? Weil wenn wir es wirklich so nutzen, wie es auch gemeint ist, geht dann der 100%ige Fokus. Und das ist eben diese große Kraft. Mhm. Ja. Okay. Wenn sich Zuschauer entscheiden, zum Seinspotenzial Ausbildung zu gehen, sie entscheiden sich dafür, was erwartet sie? Magst du da ein bisschen sagen, was da so in etwa, also bitte, du musst ja keine Interna verraten, aber einfach nur so ein kleines bisschen, was auf sie zukommt, was sie erwartet? Das ist spannend, dass du das jetzt gerade fragst, dass das Interview jetzt stattfindet, denn heute antworte ich anders als noch vor 14 Tagen. Ja, weil wir haben eine ganz, ganz tolle Umstellung. Ich habe mich für eine tolle Umstellung entschieden und es ist eine halbjährliche Ausbildung, die aus drei festen Säulen besteht. Einmal der Mitgliederbereich, der geschlossene Mitgliederbereich, wo all das theoretische Wissen in deinem eigenen Tempo bearbeitet werden kann. Mhm. Und gibt es einmal die Woche ein Coaching mit mir in der Gruppe, wo wir den Lerninhalt üben, durchgehen, besprechen, trainieren
Und eben das, was für viele eben auch ganz besonders wichtig ist, eben auch dieses ganz persönliche Coaching mit mir selbst. Und da ist es unabhängig von der Ausbildung, vom Ausbildungsinhalt, sondern wenn du ein Thema hast, ein Problem hast, hey komm, sprich es an und lass uns das Thema lösen im Sinne der Seinspotenziale, ja, also mit deinen Seinspotenzialen, damit du einfach auch den besten Lerneffekt hast und noch gleichzeitig dein Leben ordnen kannst. So. Und was die jetzt, Menschen, Entschuldigung, und die Menschen, die jetzt mit dabei sind, das sind ja doch mehrere dann, die partizipieren auch ein Stück weit von diesem Gespräch, was du jetzt mit demjenigen hast, der dir sein Problem offenbart. Genau, das ist ganz wichtig, weil oftmals hast du Fragen in dir, aber du wärst gar nicht auf die Frage gekommen und dann stellt jemand eine Frage oder hat ein Thema, ein Problem und du denkst, ah krass, ja irgendwie habe ich das auch oder meine Tochter hat das oder keine Ahnung, das ist immer irgendwie, geht das mit dir in Resonanz. Und die Antworten, die dann kommen und wie wir das dann bearbeiten, das ist natürlich immer für alle Teilnehmer gigantisch. Und vor allen Dingen müssen wir es ja auch mal ganz klar sagen, sie lernen ja selber Coach zu werden. Und das heißt, die Fragen, das sind ja die Fragen deiner zukünftigen potenziellen Teilnehmer, Klienten, Kunden. So, und was eben jetzt ganz neu ist, diese Ausbildung aufs halbe Jahr begrenzt, ist jetzt erweitert. Also wir lassen den Zugang unglaublich lange offen, weil es meine absolute Vision ist, dich richtig nach vorne zu bringen. Ich konnte noch 4 feste weitere Coaches verpflichten. Das heißt, du hast jetzt 5 Tage die Woche die Möglichkeit, dich einzuwählen und an Coachings teilzunehmen und Lernmodule zu bearbeiten und das noch mehr zu intensivieren. Es ist keine Pflicht, aber es ist ein Angebot und das ist mega, mega spannend. Und eben dieses Modul, wo wir dir auch helfen, dann in die Sichtbarkeit zu kommen, in deinen Erfolg zu kommen, also dein eigenes Seelenbusiness zu finden, ja. So wie du eben für dich herausgefunden hast, selbst wenn es ein bisschen gedauert hat, aber du hast für dich herausgefunden, Online-Kongresse. Das ist, wow, ich liebe es, Interviews zu führen. Und wenn ich das einfach sagen darf, ich finde die Idee mega und die passt gigantisch zu dir. Ja? Das heißt, wir finden ja in der Ausbildung auch heraus, wo liegen deine Stärken? Wo gehst du am besten mit ins Leben dann, auch in dein Seelenbusiness? Und wie schaffst du es, sichtbar zu werden? Und da können ganz individuelle Dinge sich herauskristallisieren. Meine große Vision ist es eben einfach, den Menschen zu helfen, ein eigenständiges, eigenverantwortliches, erfülltes Leben zu führen und aus dem Hamsterrad des Auslaugens, ja, aussteigen zu können. Ja. Und dafür habe ich jetzt noch zusätzlich einen Finanzcoach engagieren können oder verpflichten können, einen Körpercoach. Also die Coaches wachsen, ja, und das sind alles Angebote, die mit jetzt in der Ausbildung mit drin sind. Das ist ein Riesenpaket und deswegen habe ich auch gesagt, und wir lassen die Teilnehmer länger als ein halbes Jahr drin, weil die sollen einfach den Raum und die Zeit haben, das in ihrem Tempo zu nehmen, was sie gerade brauchen, was ihnen gerade gut tut. Und wenn du in einem halben Jahr sagst, oh wow, jetzt interessiert mich das Thema Finanzen doch ein bisschen mehr, dann kommst du halt wieder rein und machst dann halt diesen Finanzpart mit. Ja? Und das finde ich einfach, das ist für mich so einfach so die Ausbildung der neuen Zeit. Ja. Das ist ein riesiger Blumenstrauß an Entscheidungsmöglichkeiten. Voll, voll. Ja, das war auch eine sehr lebendige Entscheidung, die Entscheidung so zu treffen, die Coaches dafür begeistern zu können. Und sie sind unglaublich begeistert und motiviert, die Teilnehmer dafür begeistern zu können. Und es ist eine unglaubliche Erfolgsstory. Ja. Total schön. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, ich glaube, das können ganz viele können da mitgehen, wenn ich dich frage. Ich entscheide mich für etwas. Ich entscheide mich für Gesundheit. Ich entscheide mich für einen Kongress. Ich entscheide mich von mir aus auch für Fülle, für Wohlstand. Mhm. Ist das schon das Manifestieren? Absolut. Also, für mich ist eine Entscheidung eine Grundlage für die Manifestation. Okay. Ja. Denn du triffst eine Wahl. Da sind wir wieder bei Potenzialen. Du hast ja die Fülle der Möglichkeiten, wofür du dich entscheiden kannst. Du kannst im Tiny House in Portugal Nähe des Strandes wohnen mit möglichst wenig Hab und Gut. Ja, dafür Sonne, Strand, Meer. Ja, das ist ein Lebensmodell. Wenn das dein Fokus ist, triff die Wahl, entscheide dich dazu und dann wird
dieser Bereich, wenn du den Fokus hältst, auch in dein Leben kommen können und dich verwirklichen. Wenn du, mach mir das komplette Gegenteil, wenn du aber in einer Villa, ja, mit ganz viel Vermögen und Reichtum leben möchtest, tollen Freunden, Menschen, Partner, whatever, guter Gesundheit, wenn du dich dafür entscheidest, dann wird das auch in dein Leben kommen können. Du hast die Wahl, wie dein Leben aussehen soll. Und das ist uns in der Kindheit, uns allen, nicht beigebracht worden. Das wird uns nicht gelehrt, dass das wirklich so ist. Dein Fokus entscheidet darüber, wie dein Leben sich gestaltet. Und deswegen, ne, dein Fokus entscheidet, somit musst du dich für deinen Fokus entscheiden. Das kommt genau zuerst. Ja. Und dann entscheidet dein Fokus. Und dann darfst du dich nicht beirren lassen. Und aber auch vorausgesetzt, ich halte den Fokus. Wenn ich immer wieder wegrutsche und keine Ahnung, mir irgendwas anderes vorstelle, nämlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir ja wünsche, dann habe ich schon ein bisschen verloren, gell? Genau, und das passiert schneller, als man glaubt, weil wenn du dir jetzt ein Ziel setzt, eine Entscheidung triffst, wo dein innerer Selbstkritiker sich nicht vorstellen kann, dass du das jemals erreichst, ja, dann fängt er natürlich an, mit dir zu quaken. Und wenn du ihn zu einem guten Gesprächspartner machst, dein Selbstkritiker, dann wirst du merken, ganz schnell bist du vom Fokus abgelenkt. Dann wirst du dich auf Mangel konzentrieren, was gerade alles noch nicht da ist, auf Gefahren, die da sind, auf Unfähigkeiten, das Ziel zu erreichen. Das heißt, du wirst innerlich geschwächt. Das heißt, die Entscheidung zu treffen und zu halten, das ist eine hohe Kunst. Die kann jeder lernen, die kann jeder trainieren. Ja, das ist auch nicht schlimm, wenn du mal den Fokus an einem Tag verlierst und mal einen Tag in Selbstzweifel badest, aber am nächsten Tag stehst du wieder auf und fokussierst dich wieder, ja, und hältst den Fokus. Und besonders gut geht das eben, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, wenn wir eine Wahl getroffen haben, eine Entscheidung getroffen haben, wenn wir jetzt vom Manifestieren reden, im Alltag sich anzugewöhnen, möglichst wenig Mangel wahrzunehmen, sondern eher die guten Dinge, für die wir dankbar sind. Das heißt, die Dankbarkeitsschwingung für das, was schon positiv vorhanden ist. Punkt. Da diese Dankbarkeitsschwingung hilft, den Fokus zu halten. Das ist ganz spannend. Und was auch sehr hilft, gebend und wohlwollend für das Umfeld zu sein, welches schon ist. Da fallen auch viele in die Falle, die wünschen sich was, die entscheiden, die versuchen den Fokus zu halten, die sind auch noch in der Dankbarkeit, aber in ihrem eigenen Lebensverhaltensmodell etwas geizig angelegt. Dieser Geiz, das ist so eine kleine Stolperfalle, die sieht man auch erst auf den zweiten Blick. Dieser Geiz schwächt unfassbar die Manifestationsenergie. Wenn wir aber wirklich helfend, gebend und wohlwollend ausgerichtet sind, dass wir jedem auch die Fülle und das Beste wünschen, Fülle von Gesundheit, ja, Fülle von Finanzen und eben auch, wenn wir die Möglichkeit haben, dazu beizutragen für den anderen, ich sage, nicht verbiegen, ja, also nicht über die eigenen Grenzen gehen, aber eben mit Freude geben, dann unterstützen wir und beschleunigen wir das Erreichen des Ziels. Und ich glaube auch, dass dem anderen gönnen und wünschen. Denn das ist ja häufig schon so, dass manche Menschen den anderen ja nun das Schlimmste wünschen und sich dann wundern, wenn es ihm selber nicht besonders gut geht. Also ja, da ist bei vielen, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben. Ist so, ja. Absolut. Liebe Linda, es war einfach super schön. Jetzt habe ich zum Schluss noch die Frage, gibt es irgendetwas, was du den Zuschauern und Zuschauerinnen noch irgendwie mitgeben möchtest? Du hast irre viel schon gegeben, aber gibt es noch irgendein kleines Schmankerl, wenn du sagst, nein, ich habe jetzt alles rausgegeben, was geht, dann ist das völlig in Ordnung, aber vielleicht gibt es doch noch so irgendeinen letzten. Sehr, sehr gerne. Ich schaue mal, was kommt. Ich merke, da wabert schon was durch. Also wir sind ja im Kongress der Entscheidungen, somit bleibe ich natürlich auch in dem Themeninhalt und würde jedem einzelnen Zuschauer empfehlen,
wenn du das Gefühl hast, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, dass das mit den Entscheidungen noch ein bisschen schwierig ist für dich hin und wieder, dann beginne in den kleinen Themen sehr bewusst Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen beginne mal zu beobachten, wie viele Entscheidungen du ja täglich triffst. Und auf der einen Seite stärkst du dich damit, dass du merkst, ah krass, hier habe ich eine Entscheidung getroffen, hier habe ich eine Entscheidung getroffen. Und du lernst dadurch, dass du sehr wohl Entscheidungen triffst und diese dann einfach bewusster zu treffen. Und das beginnt schon, was ziehe ich morgens an, was esse ich, ja, entscheide ich mich für gesunde Ernährung, entscheide ich mich für gesunde Lebensweise, Ungelebensweise, entscheide ich mich für Bewegung. Und man kann mit diesen kleinen Dingen schon beginnen, seinen Alltag, sein Hier und Jetzt sehr bewusst zu prägen. Jede Entscheidung prägt das Leben. Es ist wie ein Pinselstrich auf einer Leinwand. Jede Entscheidung ist ein Pinselstrich auf der Leinwand, ob wir sie bewusst oder unbewusst treffen. Und am Ende des Tages entsteht ein Bild auf dieser Leinwand. Und das Bild haben wir gezeichnet. Es ist uns gar nicht bewusst. Und manche Menschen liegen abends im Bett und wundern sich über das schlechte Bild des Tages. Ja? Aber sie haben es selber gemalt. Und auch wenn uns das nicht immer so klar ist, wie die Dinge zusammenhängen, aber wir können in kleinen Dingen lernen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir auch viel leichter die Kraft, uns an die großen Dinge ranzuwagen. Super, super. Das war ein ganz tolles Schlusswort. Von ganzem Herzen danke, dass du da warst, dass du da bist. Und ja, es war ein ganz tolles Interview. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, gerne. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem, was ihr heute habt hören dürfen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal und wie immer, alles Gute.